Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Hardware-Redaktion von GameTogether.de. Wie man hier unschwer erkennt, fehlt dort etwas. Und zwar hatten wir bis eben gerade unseren AOC Q3277PQU dort verbaut. Also ein Monitor mit 1440 Pixeln, 60 Hertz. Also, ja, sag ich mal, für einen Gaming-Alltag nicht unbedingt das Ultimative mit 60 Hertz, aber hat bisher immer treue Dienste geleistet. Doch jetzt hat es natürlich einen Grund, warum wir das Ganze hier abgebaut haben und man da jetzt so ein paar Kabel sieht. Wie gesagt, wir haben ja auf der rechten Seite unser Projekt-PC und passend dazu gibt es jetzt einen etwas aktuelleren Bildschirm. Ebenfalls aus dem Hause AOC. Ich werde jetzt ein bisschen hier noch die Tastatur und das Gaming Keypad zur Seite schieben und werde die Kamera neu positionieren und dann sehen wir uns dann auch gleich schon wieder mit dem neuen Produkt, welches wir euch hier heute in diesem Video vorstellen wollen, und wünsche schon mal viel Spaß bei dem Video. So, dann werden wir mal das Ungetüm mal holen. Es ist ein etwas größeres Modell und lasst euch überraschen. Der Karton ist wirklich sehr groß. Und zwar handelt es sich hier heute um genau dieses Schmuckstück. Und zwar haben wir hier den AOC Argon AG352UCG. Wie immer werden wir natürlich ein bisschen auf die Verpackung eingehen. Unschwer zu erkennen ist natürlich genau hier mittig, schön abgedruckt in Hochglanz der TFT. Man kann schon ein bisschen was erahnen. Man sieht schon leicht, dass es ein Curved-Display ist. Wie gesagt, wir haben hier oben das AOC-Logo. Hier natürlich wieder den Argon Schriftzug, AOC Gaming in dem Fall, mit dem Argon Logo. Die Argon Serie ist halt so das Premium Gaming Segment aus dem Hause AOC. Und wir haben hier, wie gesagt, 35 Zoll. Wir haben einen Curved Monitor mit G-Sync. Wir haben eine Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln, haben 100 Hertz bei 4 Millisekunden und das Display Panel ist ein MVA. Und ja, wir gucken noch mal, ob wir ein paar Informationen auf der Verpackung vorfinden, die wichtig sind. Dementsprechend werden wir das Ganze mal drehen. Aber typisch AOC in der Regel findet man dort nicht mehr allzu viel. Wie man auch sieht, auf der Seite gibt es nichts Besonderes mehr zu sehen. Wir werden das Ganze natürlich gleich noch auspacken und zusammenbauen. Bevor wir aber diesen Monitor auspacken, noch ein paar technische Details. Wir haben hier, wie gesagt, 3440 x 1440 Pixel. Dementsprechend handelt es sich hierbei um ein 21:9 Ultra Widescreen. In der heutigen Zeit sollte das so ziemlich in jedem Spiel funktionieren. Möchtet ihr allerdings ältere Spiele zocken, kann es passieren, dass ihr die nicht in 21:9 spielen könnt, sondern ganz regulär 16:9. Dann habt ihr halt, wie gesagt, hier an den Rändern halt einen schwarzen Rand. Kann man halt leider nicht ändern. Es gibt eine Seite dafür, die kann ich euch auch in die Review mit reinpacken und auch in die Videobeschreibung verlinken. Da gibt es Möglichkeiten. Nicht für jedes Spiel, aber doch diverse Spiele. Wir haben hier 300 Candela bei dem Display. Wir haben eine Kontrasteinstellungsmöglichkeit von 2000:1. Wie gesagt, G-Sync habe ich schon erwähnt. Das Display ist matt, habt dementsprechend nicht das Problem, wenn es ein bisschen heller draußen ist, dass das so wie hier jetzt zum Beispiel, man erkennt so ein bisschen, dass so ein bisschen was von dem Fenster drauf schimmert und dementsprechend etwas spiegelt. Das habt ihr bei dem Display selbst nicht. Wir haben hier ein Curved Display mit einer Krümmung von 2000 mm. Das Ganze soll im Endeffekt dafür sorgen, dass ihr einfach ein besseres Spielerlebnis habt.
Ich werde das hier schon mal aufmachen, nebenbei. Und dann werden wir uns das Ganze auch gleich mal näher anschauen. Wir werden das Ganze jetzt auspacken und dann werde ich euch natürlich noch weitere technische Details erzählen. Zum Beispiel Anschlussmöglichkeiten natürlich auch, alles was dazu gehört, Stromverbrauch. Das machen wir aber gleich, wenn wir das Ganze aus dem Karton rausgeholt haben. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Lieferumfang und viel Spaß auf jeden Fall damit. Hier auf jeden Fall schon mal das noch, bevor wir es vergessen. Wir haben hier Energieeffizienzklasse C. Ist nicht unbedingt das Beste. Wenn man aber mal ein bisschen bei der Konkurrenz vorbeischaut, kann ich euch auf jeden Fall garantieren und zusichern, dass ihr dort auch in der Kategorie durchaus Geräte habt, die dann eher so das D noch tragen. Wie gesagt, hier noch 35 Zoll, 100 Hertz, WQHD. Wir haben im Lieferumfang ein externes Netzteil. Einmal zur Seite. Das wird jetzt sehr, sehr interessant. Gut, können wir das erstmal hier rausholen. Wir haben hier schon mal den Standfuß. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Kommt auch erstmal zur Seite, nachdem wir das Ganze hier ein bisschen vom Styropor befreit haben. Das brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt. Und ja, hier ist dann auch schon das Display zu sehen. Ein Riesenapparat, sage ich euch Leute. Wir werden das mal kurz so zur Seite packen. Wir holen mal noch den Trägerarm raus. Auch der richtig massiv, richtig schwer, muss allerdings auch so sein, denn das Gerät selber wiegt knappe 12 Kilo. Dementsprechend sollte so eine Halterung, also ein Trägerarm, natürlich nicht aus Kunststoff bestehen. Aber das hier, das ist richtig massiv Metall, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Wir haben natürlich des Weiteren eine Treiber-CD. Da ist auch das User Guide drauf, könnt ihr aber auch alles ganz bequem online auf der AOC Seite beziehen. Da findet ihr auch das Handbuch in deutscher Sprache. Wie das auf der CD aussieht, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich kann es allerdings auch nicht testen, da ich kein Laufwerk mehr verbaut habe. Also eigentlich niemand hier. Ist halt nicht mehr so 2018. Wir haben je ein HDMI Kabel und ein DisplayPort Kabel. Das müsste es eigentlich an Lieferumfang auch schon fast sein. Das heißt, liebe Leute, wir können jetzt direkt mit dem riesen Bildschirm weitermachen. Es wird natürlich jetzt sehr, sehr interessant, das Ganze hier rauszubekommen. Ja. Man merkt schon, ist nicht gerade kleines Gerät. Ja, hier unten ist schon das neue Steuerkreuz für das OSD-Menü. Okay, das ist doch nochmal eine Ecke größer wie vermutet. Ja. So. Man sieht schon einen Brecher. Bevor wir jetzt hier weitermachen, um euch das Gerät auch im Detail noch zu zeigen, werde ich mal ganz schnell Kartonage wegzaubern und wir sehen uns jetzt gleich direkt wieder. So, die Kartonage ist jetzt mal spurlos verschwunden. Nicht wundern, warum der TFT auf dem Kopf steht. Da der jetzt noch nicht zusammengebaut ist und hier unten sich direkt das Steuerkreuz für das OSD-Menü befindet,
würde ich jetzt ungern die 11,2 Kilo, glaube ich, bei dem Gerät auf diesen kleinen, ja, man kann ja schon fast sagen, Joystick drauflegen. Sonst könnte es durchaus passieren, dass der dann kaputt geht. Wir haben hier, wie gesagt, AOC Argon 35.2 OCG Bildschirm. Werden den jetzt auch gleich noch zusammenbauen. Hier könnt ihr auf jeden Fall nochmal Lieferumfang sehen. Ist jetzt nicht unbedingt sehr viel, aber das Wichtigste ist mit dabei. Ihr habt einmal DisplayPort-Kabel, einmal HDMI, Netzteil. Was benötigt man denn noch mehr? Ihr könnt das Ganze natürlich mit dem Standfuß hier verwenden oder dementsprechend mit einer Weserhalterung, die komischerweise scheinbar nicht mit dabei ist. Gucken wir nochmal nach. Nein, die ist nicht mit dabei. Ich denke aber schon, dass sie mit dabei wäre, wenn ihr euch das Gerät natürlich kauft. Wie gesagt, hier ist es ein Testmuster. Wird man wahrscheinlich vergessen haben mit reinzupacken. Ist aber gar kein Problem. Wie gesagt, da es ein Testmuster ist, wird das Ding jetzt eh nicht an der Wand gebohrt. Macht natürlich keinen Sinn. Der maximale Stromverbrauch wird mit 100 Watt angegeben. Also wenn ihr wirklich alle Einstellungen auf Maximum schaltet, wie die Helligkeit, Kontrasteinstellung, Overdrive, also wirklich alles, was der Monitor hergibt, wenn das aktiv ist, bis zu 100 Watt. Der typische Verbrauch liegt allerdings eher so bei 70 Watt. Wie gesagt, das Gerät wiegt 12 Kilo. Ihr habt hier 3 Jahre Garantie. Und während wir das Ganze jetzt zusammenbauen, gibt es noch ein paar interessante Facts dazu. Wir packen das erstmal alles hier weg, was wir nicht brauchen. So. Nehmen wir noch den Trägerarm hier kurz weg. So. Hier sieht man jetzt auch schon die Rückseite vom TFT, an der wir nun die Halterung befestigen werden. So, ich muss jetzt gerade mal kurz einen Cut machen, da ich noch die Schrauben vergessen hatte. Und dabei habe ich noch 2 Kabel gefunden. Ja, super Vorbereitung, ich weiß. Einmal Klinke zum Verbinden. Können wir auch gleich wegpacken. Und einmal das Verbindungskabel für die USB-Hub-Funktion. Das heißt, die eine Seite kommt in den Rechner und die andere Seite kommt dann hier unten ran. Kommen wir aber gleich noch zu. Wir schrauben jetzt erstmal mit den 4 Schrauben das Ganze hier fest. Dafür nehmt ihr ganz einfach diesen Trägerarm. Der wird dann hier so eingehakt. Das hält auch so schon wunderbar. Auf jeden Fall sehr gut mitgedacht. Bei dem Gerät, was wir jetzt zuletzt im Test hatten, musste man die ganze Zeit den Trägerarm quasi festhalten. Gut, dann können wir das Ganze eigentlich auch schon wieder umdrehen und dann zeige ich euch den Bildschirm gleich noch ein paar Nahaufnahmen, werde euch noch die USB-Anschlüsse, HDMI etc. pp, halt die Features, die der Bildschirm halt noch mit sich bringt, die werde ich euch noch kurz näher bringen und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch. Bis gleich. Monitor ist umgedreht, steht und sieht verdammt riesig, sexy, geil aus. Zum Monitor selbst, wir haben hier
bei dem Rand so ein bisschen diese Klavierlock-Optik. Ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Es gibt noch so ein paar Bildschirme. Da ist dann hier unten der Sockel zum Beispiel in Aluminium oder beziehungsweise optische Täuschung Aluminium. Das war zumindest bei dem Gerät, welches wir jetzt zuvor getestet hatten, den AG271UG, den 4K-Bildschirm. Da war das hier unten so ein bisschen rau geriffelt, was so ein bisschen in dieses Aluminium-Schema halt reinpassen soll. Aber wie gesagt, wir haben hier die Möglichkeit natürlich auch wieder das Ganze zu neigen und extrem zu neigen, wie man sieht. Also es ist nicht wenig und natürlich auch in den negativen Bereich, aber nicht ganz so stark. Das sind keine 10%. Ihr habt die Möglichkeit, das Gerät natürlich nach ganz unten zu setzen und höhenverstellbar bis zu 120 mm. Weitere technische Feinheiten, die das Gerät hat. Wir haben halt die Möglichkeit, dann natürlich auch hier unten über den Control Stick im OSD-Menü Shadow Control zu aktivieren. Shadow Control, ganz kurz erwähnt oder erläutert. Ihr habt dort einfach dunklere Ecken bzw. dunklere Bereiche, wenn ihr zum Beispiel zockt. Die werden halt so künstlich ein bisschen heller dargestellt. Das heißt, ihr könnt natürlich auch dementsprechend die Gegner besser sehen. Ist auf jeden Fall ein ziemlich nettes Feature. Auch wenn das natürlich nicht ganz so fair ist, wenn der Gegenüber diese Funktion nicht besitzt. Ihr habt natürlich Flicker-Free wieder mit am Start, wie eigentlich so ziemlich bei jedem AOC-Monitor. Und ihr habt natürlich Low Blue Light. Und zwar ist das Problem, dass es blaue Strahlung gibt von Bildschirmen, die sehr, sehr ungesund für das menschliche Auge sind. Und mit dieser Low-Blue-Light-Technik wird das halt so gut wie es geht verhindert und dass quasi die Augen geschont werden. Und es ist auf jeden Fall in der heutigen Zeit eigentlich ein Muss, dass jeder Hersteller so etwas besitzt. Wir werden das ganze Gerät jetzt mal umdrehen. Ist natürlich nicht gerade sehr leicht, das Ganze. Wie gesagt, sind knappe 12 Kilo. So. Wir haben natürlich auch hier bei dem Gerät wieder obligatorisch die Headset-Halterung. Leider, wie auch bei dem 4K-Bildschirm, den wir jetzt zuletzt getestet haben, nur auf einer Seite. Bei mir jetzt hier am Arbeitsbereich ist es allerdings so, dass ich noch eine externe Einheit für das Headset habe und dementsprechend würde es mir persönlich besser gefallen, wenn man das Ganze auch auf die Seite auch noch angebracht hätte. Wir reden hier über einen Bauteil, ja, was jetzt nicht den Monitor 100 Euro teurer machen würde. Ansonsten haben wir hier auch wieder diese AOC Argon Serie Schwingart, die auf jeden Fall sehr, sehr geil daherkommt. Wir haben hier diesmal in den Bereichen eine aktive LED-Beleuchtung, die man auch im OSD-Menü verstellen kann. Ihr habt hier Rot, Grün, Blau, also sind ein paar Farben mit dabei. Ihr habt hier bei den Schwingen automatisch auch noch den Vorteil, dadurch, dass die in den inneren Bereich an Tiefe gewinnen, dass ihr hier direkt oben die Luftschlitze habt, damit einfach die Temperatur oder die Hitze, die quasi im Inneren des TFTs sich zusammenstaut, einfach ganz bequem nach oben entfliehen kann. Und wie gesagt, wir haben noch Anschlüsse, die ich euch zeigen möchte. Und zwar haben wir normalerweise hier auf der Seite bzw. auf der Seite Anschlüsse. Zumindest war es bei den bisherigen Modellen so. Hier bei dem AG352UCG befinden sich allerdings alle Anschlüsse unterhalb des Bildschirms. Die werde ich euch natürlich kurz zeigen. Da werden wir allerdings jetzt kurz ein wenig mit der Kamera näher gehen. Genau, man kann es schon erkennen. Wir haben hier direkt zweimal Klinke, wir haben zweimal USB. Und wir haben hier die Möglichkeit, wenn man das Ganze zum Beispiel als USB-Hub verwenden möchte, um auf Daten zuzugreifen, die auf dem USB-Stick sind, auf einer externen Festplatte zum Beispiel, müsst ihr
hier noch das USB-Kabel anschließen und von hier aus in den PC, und dann fungiert das quasi als Hub und könnt dementsprechend auch zum Beispiel eine 2,5 Zoll Festplatte euch hier hinten an die Rückwand kleben und habt dann halt immer direkt die Möglichkeit, da Daten auszutauschen. Und des Weiteren, weiß nicht, ob man das jetzt direkt sehen wird, wahrscheinlich nicht, nein. So, und zu guter Letzt, fast schon die wichtigsten Anschlüsse. Wir haben hier einmal Strom, wir haben HDMI, DisplayPort und noch einmal Klinke. Und wie gesagt, hier unten befindet sich der Joystick für das OSD-Menü. Was kann ich abschließend noch dazu sagen? Ich denke, die wichtigsten Key Features: 35 Zoll, 1440 Pixel, 100 Hertz, 4 Millisekunden, wir haben G-Sync, wir haben einen Curved Monitor, höhenverstellbar bis zu 120 mm. Zu den Anschlüssen sei gesagt, HDMI hat hier den 1.4 Standard und DisplayPort 1.2, und bei den USB-Anschlüssen handelt es sich um USB 3.0. Wie gesagt, WESA-Halterung ist in der Regel auch mit dabei, jetzt hier in dem Fall leider nicht. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass es so ein bisschen informativ für euch war. Wie gesagt, der Hauptaugenmerk ist natürlich bei uns immer der schriftliche Part. So ein Video ist halt ein nett gemeinter Bonus. Versuchen uns da natürlich auch immer ein bisschen zu verbessern. Und ja, habt ihr irgendwelche konstruktive Kritik, die ihr uns mitteilen möchtet, könnt ihr natürlich gerne unter das Video posten, was euch vielleicht nicht so gut gefallen hat. Und wir werden das natürlich dann für unsere zukünftigen Videos gerne berücksichtigen. Und wenn euch, wie gesagt, das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne unseren YouTube-Kanal. Und des Weiteren gibt es eine schriftliche Review, wie gesagt, dazu, die befindet sich dann auch unten in der Videobeschreibung als Link. Ich werde euch auch den Monitor verlinken und ja, kann abschließend nur noch sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.